Gunther ist stolze Vaterschwägerin. Dennoch hat mich Gunther auf Eselstein besiegt. Siegfried aber hat es vorgezogen, zum Schiff zu gehen. Denkst du, dass Siegfried zu feige war, mit dir zu kämpfen? Freilich, er hätte auch als Dienstmann deines Bruders nicht wagen dürfen, um die Königin von Island zu werben. Siegfried, ein Dienstmann, das kann doch nicht dein Ernst sein. Siegfried hat es mir selber gesagt. Nein, du lügst. Ich werde dir beweisen, dass es wahr ist. Hör zu, bis jetzt habe ich dir erlaubt, mit mir in den Dom einzutreten. Doch jetzt werde ich vorgehen und du wirst hierbleiben. Warte hier, ich zeige dir, dass du Unrecht hast. Es dient sich, dass die Königin vor der Frau des Dienstmannes eingetreten ist. Oh, hättest du doch geschwiegen. Es wäre besser für dich gewesen. Aber jetzt gib Acht. Erinnerst du dich noch an jene Nacht, wo du Gunther so misshandelt hast? Damals warst du noch viel stärker als wir. Aber erinnerst du dich auch an die zweite Nacht, als du dann weggegangen bist und um Gnade betteln musstest? Aber da schau her. Kennst du diesen Gürtel und diesen Ring? Ich glaube, die gehören dir. Mein Gürtel und mein Ring! Ich vermisse sie schon lange. Nun weiß ich, wer sie gestohlen hat. Nein, du weißt es nicht, aber ich möchte es dir sagen. Siegfried hat in der zweiten Nacht gegen dich gekämpft und dir diese Sachen abgenommen. Du lügst! Du lügst, dass du Beute gelogen hast! Das ist eine Unverschämtheit! Ich verlange den König! Natürlich, Eure Hoheit. So, was lässt du mir nicht bieten? Siehst? Ich verlange Siegfrieds Tod! Das kann ich nicht tun, er ist ein treuer Freund. Wenn du mich liebst, dann erfülle meinen Wunsch. König Gunther, willst du uns verdursten lassen? Deine Köche haben gut für uns gesorgt. Wo bleibt nun unser Mundschenk? Ja, siehst du, er ist Hagen schuld. Ich muss mich selber schuldig sprechen an diesem Versehen, denn ich dachte, wir würden jenseits des Bergrückens lagern und habe die Knechte mit dem Wein bestellt. Aber wir brauchen dennoch nicht zu dursten. Dort hinten, am Rande der Wiese, ist eine kleine Quelle, die herrliches Wasser hat. So muss ich hin. Ehe ich nicht getrunken habe, mag ich nicht essen. Warte mal, wir wollen um die Wette laufen. Ich habe gehört, niemand könnte dich einholen. Ha, das können wir gerne tun. Und siehst du, ich nehme noch all meine Waffen mit. Du sollst aber frei und ledig laufen. Ja, nun hast du mich geschlagen. Dennoch wirst du der beste Läufer Burgunden sein. Beeil dich, König Gunther. Du sollst als Erster trinken.